Leute, was geht? Und ich bin mal wieder zurück am Stissel und heute habe ich wieder einen richtig geilen Wallbeach für euch. Eher gesagt, zwei richtig geile Wallbeach und dabei ist heute der Pizza Game Pro. Schaut auf jeden Fall bei denen auf den Kanal vorbei, der macht richtig geile Videos. Und den ersten Glitch, den ich euch jetzt zeige, den habe ich und Pizza Gamer Pro herausgefunden. Und den zweiten Glitch habe ebenfalls ich und Pizza Gamer Pro herausgefunden. Auf jeden Fall, der erste Glitch ist hier an dieser Location, das ist ganz hinten am Pier. Leute, dann müsst ihr einfach hier auf diese Plattform hier drauf gehen, dann stellt euch ganz in der Ecke hier so hin, lehnt euch an die Wand, dann müsst ihr einmal nach links schauen, nehmt dann eine Waffe, am besten eine große Waffe, schaut nach rechts und zielt sofort, dann müsst ihr kurz warten und dann zielt ihr einfach nochmal, Leute, und dann seid ihr schon drin. Das heißt, einmal links, dann rechts und dann sofort zielen und dann einfach kurz warten und dann nochmal zielen, Leute. Dann seid ihr auch schon hier unten. Jetzt könnt ihr sehen, wie ihr so ein bisschen runtergedrückt wird. Jetzt müsst ihr einfach hier an diese Wand gehen. Mein Kollege hat das jetzt gerade auch gemacht. Und jetzt müsst ihr irgendeine Aktion machen. So, am besten macht... Also ich habe das jetzt hier mit L3 und R3 gemacht. Und dann rutscht ihr auch schon hier so drunter. Manchmal müsst ihr das zweimal machen oder dreimal machen. Aber auf jeden Fall rutscht ihr dann hier runter. Auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, das nicht mit Daumen hoch zu machen. Also wie mein Kumpel das gerade gemacht hat. Sondern am besten macht ihr das mit der Luftgitarre, da funktioniert es am schnellsten. Und mit Daumen hoch oder so, irgendwas anderes geht es nicht so schnell. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier in den Wallbeach und dieser Wallbeach ist mega groß, Leute. Den habe ich und Pizza Gamer Pro herausgefunden. Phonix und Pizza Gamer Pro. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt hier rumlaufen und alle Leute draußen abschießen. Der Glitch ist mega groß, Leute. Ihr könnt hier überall rumlaufen und so. Also ich finde den Glitch einfach nur richtig Killer und Bombe. Auf jeden Fall schieße ich jetzt hier nochmal die Polizisten ab, damit ihr sehen könnt, dass man auch hier rausschießen kann. So. Zack. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieser erste Glitch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir kommen jetzt auch mal zum zweiten Glitch. Der ist an einer anderen Location. Und go. Okay, Leute, dann sind wir jetzt auch schon am nächsten Wallbeach angekommen und dieser ist an dieser Location hier. Ich zeige euch das mal auf der Karte. Das ist direkt hier in der Nähe von Bennys Workshop und in der Nähe vom Armdrücken. Zu diesem Armdrücken lade ich heute auf jeden Fall oder morgen noch einen Glitch hoch. Der ist auf jeden Fall richtig geil, Leute. Und jetzt müsst ihr einfach hier diese Leiter hochgehen. Am besten merkt ihr euch da, wo diese Reifen sind. In dieser Gasse geht ihr dann rein. Jetzt müsst ihr hier zu der nächsten Leiter hochgehen. Einmal kurz schnell hier hoch. Und dann seid ihr auch schon bei den Wallbeach angekommen. Und hier sind jetzt mehrere Glitch und die zeige ich euch jetzt trotzdem alle. Ein paar davon sind mega scheiße, aber ein paar sind auch geil. Auf jeden Fall, hier ist der erste. Ihr lehnt euch einfach hier an die Wand, geht dann dahin und dann zielt ihr. Dann seid ihr auch schon hier drin. Hier könnt ihr aber nichts machen, ihr könnt nicht rausschießen. Das ist eigentlich ein scheiß Glitch hier. Ich gehe jetzt mal wieder hier raus, weil das kacke ist. Auf jeden Fall zeige ich euch dann jetzt den nächsten Glitch. Der ist sofort auf der anderen Seite. Das funktioniert mit der gleichen Technik. Ihr müsst euch einfach hier an diese Wand lehnen. So. Ah, jetzt funktioniert es gerade nicht. So, ihr lehnt euch an die Wand. Und dann, da wo ich jetzt gleich ziele, da müsst ihr das auch machen. Und dann werdet ihr einfach so nach unten geportet. Und jetzt seid ihr auch schon in dem Wallbeach drin. Und dieser Wallbeach ist ein bisschen besser, aber immer noch klein. Aber da könnt ihr auf die Straßen drauf schießen und so. Und auf die Autobahn. Das ist eigentlich ein bisschen nützlich, da könnt ihr so, keine Ahnung, gegen Polizisten kämpfen oder gegen Online-Spieler, die da gerade sind. Und ihr könnt hier schön rausschießen und alle Autos kaputt machen und so. Und ja, jetzt kommen wir auch zum letzten, also zur letzten Methode hier an dieser Stelle. Ihr lehnt euch einfach hier an diese Wand, das ist direkt daneben, wo man auch rausschießen konnte. Dann geht ihr erst nach unten, dann nach oben und dann zielt ihr an dieser Stelle, wo diese Tür anfängt. Und dann seid ihr auch schon hier drunter. Das ist auf jeden Fall richtig groß hier an dieser Stelle. Und ihr könnt hier auch rausschießen und so weiter. Und wie ihr gerade hier seht, hier unten ist einfach so ein unsichtbarer Boden. Das ist auf jeden Fall richtig geiler Glitch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich. Und bis zum nächsten Mal. Und ciao.